Vor den Toren Jenas am Fuße der Kernberge liegt es, das neue Schmuckstück der Saalestadt. Die Ad-Hoc-Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld. Auch wenn hier und da noch fleißig gewerkelt wird, ist der Stadionchef begeistert von dem, was da in den letzten Monaten hochgezogen wurde. Das sieht noch ganz schön nach Baustelle aus, ne? Warum ist denn das so? Naja, wir haben ein Problem gehabt im Frühjahr mit Grundwasser. Deswegen sind wir einfach nicht vorwärts gekommen. Es war einfach eine zu nasse Jahreszeit. Wir haben viele Tage Ausfall gehabt. Die kann man nicht mehr kompensieren. Wie viele Tage liegen Sie zurück? Ich sage jetzt mal roundabout 4 Monate sind wir schon hinten dran, ja. Seit 2020 wird hier gebaut, gebaggert und geschraubt für insgesamt rund 52 Millionen Euro. Der neue Rollrasen aus Bayern liegt seit vergangener Woche und wird 6 Stunden am Tag gewässert. Das ist jetzt einer der strapazierfähigsten Sportrasen, die es gibt. Dafür müssen also so einer wie in der Allianz Arena liegt, oder wie? Besser. Das merken wir uns. Ist auf Kamera. Damit möglichst viele Fans zu den Heimspielen kommen, müssen Teile der Zuschauerränge noch fertig werden. Im September sollen das Dach und die Bestuhlung der Westtribüne saniert werden. Die 800 VIP-Plätze im Ostgebäude werden zum ersten Heimspiel schon genutzt. Hingegen sind Medienbereich, Dopingkontrolle, Mixzone und Mannschaftsräume noch im Rohbau. Das hier ist der zukünftige Heimmannschaftsbereich. Was kommt hier alles rein? Also wir haben hier vorne erstmal den Umkleidespindbereich, wo die Mannschaft sich umzieht, ihre eigenen Spinde haben. Im hinteren Bereich, der große, ist dann der Fitnessbereich, Fitnesscenter. Links ein kleiner Aufenthaltsbereich für die Spieler. 3 Etagen höher sind die heiligen Hallen des Ostthüringer Unternehmens Atok. Der auf Energie- und Wohnungswirtschaft spezialisierte Sponsor hat ab Oktober auf 1000 Quadratmetern seinen Firmensitz und ist zudem Namensgeber. Unseren Namen an dieser Arena zu schrauben, die hochmodern ist, neu, mit unseren eigenen Firmensitzen, die wir hier aufbauen werden oder uns einziehen werden, das ist natürlich absolut genial. Wir sitzen ja nicht nur in Gera, wir sitzen in Pößneck, Ruderstadt, Schmölln. Und wir wollen irgendwo die Arbeitsplätze immer näher den Mitarbeitern bringen. Und wenn man so ein bisschen den Zirkel zieht, ist Jena eigentlich der Mittelpunkt. Ein echter Hingucker ist die Verkleidung der Arena. Statt Stahl umhüllt eine Membranfassade die Sportstätte, die zum Beispiel auch im Olympiastadion von Rio de Janeiro verbaut wurde. Ja, die wird zukünftig auch indirekt beleuchtet werden können. In welcher Farbe? In verschiedenen dann? Oder? Theoretisch können wir alle Farben machen, außer Rot und Weiß in der Kombination. Um die Herzen der Jena-Fans höher schlagen zu lassen, trainiert die Mannschaft fleißig. Denn das erste Heimspiel der Saison 2023/24 am 5. August gegen den Greifswalder FC soll von Erfolg gekrönt sein.